Diese Grundschule ist ein ganz wesentlicher Entwicklungsschub jetzt für diesen Stadtteil. Es ist jetzt schon ein Stadtteil, in dem gewohnt wird, aber natürlich fehlt für ein Wohngebiet auch noch der Platz für unsere Kinder und Jugendlichen, für unsere Zukunft. Und deswegen freue ich mich heute über den Spatenstich für den Kindergarten, für die Grundschule und die Turnhalle. Es ist, glaube ich, die schönste Aufgabe für eine Stadtverwaltung und natürlich auch für einen Oberbürgermeister, einen Stadtteil neu zu gründen. Und wenn ich bedenke, dass die amerikanischen Streitkräfte erst 2014 hier abgezogen sind und wir jetzt 2023 haben und dieser Stadtteil jetzt schon in seinen wichtigsten Grundzügen ausgebildet ist, dann ist hier viel geleistet worden. Die besondere Herausforderung ist die Einbindung in die Topografie, es hier zu positionieren an diesem Platz und auch die Gebäude mit Synergieeffekten zusammenzufügen. Ja, dass es nicht Einzelgebäude sind, die nebeneinander stehen, sondern Gebäude, die zueinander finden. Also wir haben eine Wärmerückgewinnung, wir haben eine sehr effiziente Wärmedämmung. Das Gebäude ist als Effizienzhaus 40 geplant. Es gibt Photovoltaikanlagen auf den Dächern.